Und wir sind live. Dann herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ihr schaut zu beim Online-Klimatalk vom BUND Sachsen. Eure Fragen an Politikerinnen und Politiker. Das ist ein Format, das eigentlich live und in Person hätte stattfinden sollen. Heute per Livestream, schön, dass ihr zuschaut. Heute sprechen wir über die Energie- und Klimapolitik im Freistaat Sachsen. Wir schauen auf die Klimaziele, wir schauen uns den Koalitionsvertrag der neuen Regierung einmal genauer an. Wir sprechen über die Energiewende, wann und wie der Kohleausstieg in Sachsen stattfinden wird und insgesamt darüber, was sich die sächsische Regierung im Umweltschutz vorgenommen hat. Dabei begrüße ich zwei ganz wunderbare Gäste. Zuerst den Staatssekretär im Umweltministerium von Sachsen, Dr. Gerd Lippold, schön, dass du da bist. Und den ehrenamtlichen Vorsitzenden vom BUND Sachsen, Professor Dr. Dr. Felix Eckert. Auch an dich herzlich willkommen, schön, dass du heute mit uns ins Gespräch gehst. Genau, wir sprechen über den Koalitionsvertrag, was da drin steht, was sich die Regierung vorgenommen hat. Und ich stelle mich auch kurz vor, ich bin Wiebke Witt, ich bin Referentin bei der Klimaallianz Deutschland. Die Klimaallianz ist ein zivilgesellschaftliches Bündnis, bei dem auch der BUND Teil davon ist. Und ich selber arbeite da auch zu dem Bereich Energiepolitik und darf euch heute durch den Abend führen und mit unseren beiden Gästen ins Gespräch gehen. Ich werde aus dem Off unterstützt von Aglaya aus dem Hauptstadtbüro des BUND Sachsen. Sie sorgt dafür, dass der Livestream funktioniert und dass uns auch Fragen von euch, Zuschauerinnen und Zuschauern, erreichen. Vielen lieben Dank, Aglaya. Ihr habt nämlich später noch die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, eure Fragen an Dr. Gerd Lippold oder an Professor Dr. Dr. Felix Eckert. Das könnt ihr einfach auf YouTube tun. In der Kommentarfunktion unter dem Livestream stellt da gerne einfach Fragen, die euch im Laufe des Gesprächs einfallen. Später werde ich die dann weitergeben an unsere beiden Gäste. Ich habe sie ja schon vorgestellt. Zwei Personen mit akademischen Titeln, die sich in ganz unterschiedlichen Funktionen schon für Umwelt- und Energiethemen, für den Klimaschutz stark gemacht haben und da aktiv waren. Zum einen Dr. Gerd Lippold. Gerd ist promovierter Physiker. Eigentlich längere Jahre Oppositioneller für die Partei Bündnis 90 Die Grünen von 2014 bis 2020 Abgeordneter im Sächsischen Landtag, da auch lange Jahre energie- und klimapolitischer Sprecher für die Fraktion. Anfang des Jahres hat Gerd jetzt sein Landtagsmandat niedergelegt und ist in das Umweltministerium gewechselt. Dort ist er jetzt Staatssekretär unter dem grünen Minister Wolfram Günther. Schön, dass du da bist und gleich kannst du auch noch mal berichten, wieso dieser Wechsel für dich war und was ihr jetzt als neue Regierung geplant habt. Dann für die Perspektive der Zivilgesellschaft Professor Dr. Dr. Felix Eckert. Felix ist Jurist, Philosoph und auch noch Soziologe und hat verschiedene Wege in der Forschung, verschiedene Lehraufenthalte hinter sich, unter anderem an der Uni Bremen. Auch an der Uni Rostock. Er war im Norden unterwegs und ist jetzt vor allem Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin und seit 2013 für den BUND Sachsen unterwegs als ehrenamtlicher Landesvorsitzender. Das heißt, es wird auch ein bisschen spannend. Du hast dir den Koalitionsvertrag der neuen Regierung ganz genau angeguckt und hast da sicherlich auch noch einige Fragen an Gerd. Falls die Leute, die jetzt zuschauen, auch Fragen haben, die könnt ihr gerne stellen. Wie gesagt, im YouTube-Chat unter dem Livestream könnt ihr die einfach reinschreiben und wir werden die dann später beantworten. Los geht's, bevor wir uns direkt den Koalitionsvertrag anschauen. Gerd, du bist Anfang des Jahres gewechselt von der Rolle als Opposition der Grünen, die der Landesregierung auf die Finger geguckt hat und eine kritische Position eingenommen hat, direkt ins sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.
Vielleicht ist es ein bisschen abstrakt, was man als Staatssekretär so macht. Erzähl doch mal, wie sieht so dein Arbeitsalltag jetzt aus? Was ist so ein typischer Tag bei euch im Staatsministerium und was beschäftigt dich aktuell? Nun ja, es gibt zurzeit keine typischen Tage. Wir leben in einer ganz besonderen Lage, in einer ganz besonderen Situation. Und während wir natürlich vorhatten, gut vorbereitet unseren 100-Tage-Plan, den wir bereits in Koalitionsverhandlungen uns überlegt hatten und in der Oppositionszeit uns überlegt hatten, hier systematisch umzusetzen, haben wir jetzt 90% der Zeit gefühlt zu tun, irgendwie vor der Lage zu bleiben, in einem gemeinsamen Handeln so einer Staatsregierung, mit einer sehr, sehr großen Verantwortung für das, was hinten rauskommt und auch für die Maßnahmen, mit denen man das erreicht. Das sind wirklich ganz besondere Zeiten und das ist, man kann zwar eines Tages mal sagen, man ist dabei gewesen, das ist schon wahr, aber man ist schon mittendrin statt nur dabei. Ne? Und das ist eine schwierige Zeit und ich freue mich über jede Minute, die man dennoch fachlich, inhaltlich arbeiten kann an den Themen, die uns darüber hinaus bewegen. Denn gegen Corona wird es irgendwann eine Impfung geben. Gegen die Klimakatastrophe gibt es keine Impfung. Da müssen wir ganz real handeln. Und das darf man nicht aus dem Fokus verlieren. So, und das ist heute Abend eine Gelegenheit, mal eine Stunde sich um Inhalte zu kümmern. Da freue ich mich sehr drüber. Wir machen das natürlich auch sonst nebenbei, zum Beispiel unser Energie- und Klimaprogramm in Sachsen, was in den letzten 5 Jahren die Vorgängerkoalition liegen gelassen hat, nicht fortgeschrieben hat, unter Hochdruck weiterzuschreiben. Da hindert uns auch Corona nicht dran, das durchzuziehen bis zum Sommer diesen Jahres, so wie wir das vorhatten. Und viele weitere kleine Dinge. Aber große Teile des Tages sind zurzeit damit verbunden, dass wir uns um Hilfen etwa für die Landwirtschaftsbetriebe, Hilfen für Vereine, Verbände, Solo-Selbstständige etc. kümmern. Also letztlich irgendwie erstmal versuchen, den Laden am Laufen zu halten, in dieser Krise. Das ist ja in Sachsen nochmal eine besondere Situation. Wir haben eine neue Regierungskonstellation. Seit 2004 regieren ja mit einer Unterbrechung CDU und SPD in der Großen Koalition. Jetzt seid ihr als Grüne mit in die Regierung eingezogen und stellt da zwei Ministerien. In einem davon bist du Staatssekretär. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre so eine Art häusliche Gemeinschaft. Ist das eher eine Familiengründung gewesen oder eine Zweck-WG? Was wäre da dein Resümee des Landes? Gute Frage. Ja, ich meine, war natürlich schon irgendwie ein Team, ne? Die CDU und die SPD. Und wir sind ja auch nicht der kleinste Partner in dieser Dreierkoalition, sondern mein Minister, der Wolfram Günther, ist Vizeministerpräsident, weil wir bei der letzten Landtagswahl stärker geworden sind als die SPD. Und das war durchaus schon ein bisschen schwierig, dort für jeden seine neue Rolle zu finden. Ich würde das jetzt nicht exakt vergleichen damit. Stell dir einfach vor, jemand bringt einen zusätzlichen Partner mit in die Ehe. Auch für den jetzt kleinsten Partner der Koalition, sagen wir mal, seine neue Rolle so zu finden, wie sie jetzt eigentlich ist in dieser Koalition. Seit Januar gibt es also ist diese neue Regierung, sagen wir mal, handlungsfähig. Im Januar bist du auch ins Amt gekommen. Da wurde der Koalitionsvertrag auch besprochen in den Medien. Die Zivilgesellschaft hat kommentiert. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Felix, du hast ja für den BUND Sachsen dir das ganz genau angeschaut, was da drin steht. Bevor wir da ins Inhaltliche gehen, gib uns doch mal einen kleinen Eindruck, wie das für dich war, als Umwelt- und Klimaengagierter diesen Koalitionsvertrag zu lesen. Hat dich das eher zuversichtlich und hoffnungsvoll gestimmt oder mit Skepsis erfüllt? Gib uns doch mal einen kurzen Eindruck. Ich muss Gesundheit. sagen, ja genau, ich muss dazu sagen, ich bin hier gerade voll in meiner Allergiephase, deswegen lutsche ich ja auch einen Bonbon. Ich hoffe, das passt aber trotzdem einigermaßen akustisch. Es ist generell so,
dass ich selber ein sehr optimistischer und fröhlicher Mensch bin und deshalb unabhängig davon, wie ich nun ganz genau die Aussicht noch was auch immer sehe, eigentlich immer mit einem gewissen Optimismus an Dinge rangehe und immer versuchen würde zu gucken, was kann man denn machen und was ist das Ziel, wo man hin will, was kann man für Instrumente definieren, was sind die Hindernisse, was sind die Bedingungen für die Transformation und mich jetzt nicht irgendwie damit aufhalten würde, dass ich mir selber leid tue und alles ganz blöd finde oder irgendwelche Leute für alles verantwortlich mache, solange ich selber meine Handlungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft habe. Wir haben alle ja enorme Handlungsmöglichkeiten auch im Alltag. Wir können uns jetzt irgendwie hinstellen, egal ob es jetzt gegenüber der sächsischen Staatsregierung ist oder der EU-Kommission oder der Bundesregierung, können den ganzen Tag meckern, dass sie irgendwie nicht genug machen. Gesellschaftlicher Wandel ist ja ein Ping-Pong, das ist ja ein Wechselspiel von verschiedenen Akteuren. Wir haben die Regierungen, die wir verdienen und die Regierungen haben die Bürger, die sie verdienen. Also was die Politik macht, hängt vom Druck von Verbänden wie dem BUND Sachsen, dessen Vorsitzender ich bin, von der Straße und überhaupt von Leuten, die diskutieren im Alltag, die zu Wahlen gehen, die in Parteien gehen ab. Deswegen sagen wir auch immer vom BUND Sachsen, Leute, geht rein in die Verbände, rein in die Parteien. Das ist repräsentative Demokratie. Umgekehrt ist natürlich klar, es ist auch ein bisschen naiv zu glauben, man rettet die Welt allein von unten, man braucht schon eine andere Politik. Aber die entsteht eben im Wechselspiel verschiedener Akteure. Insofern, sagen wir mal, wenn ich jetzt über Klimaschutz in Sachsen rede, würde ich nie allein darüber reden, was macht jetzt die sächsische Staatsregierung. Ich würde sowieso immer damit rechnen, Klima ist ein globales Problem, das kann man nicht in Sachsen allein lösen, da reden wir sicher noch drüber. Ich würde immer auch fragen, was kann ich so persönlich da tun? Da kann man halt auch sehr viel mehr tun, als wir das häufig so bereden. Also da bin ich immer einer derjenigen in der Umweltbewegung, die auch sagen, Leute, auch wir in der Umweltbewegung müssen unseren Mitgliedern deutlicher sagen, Leute, weg vom Auto, weg von den Flügen, runter mit dem Konsum tierischer Nahrungsmittel. Das ist auch ein heißes Thema für den Umweltverband, nicht nur für die Grünen, lieber Gerd, dass man tatsächlich den Mitgliedern das in aller Konsequenz sagt, dass das nicht nur so grundsätzlich mal ganz nett wäre, sondern dass man da wirklich ran muss. Und wenn man in die Richtung denken will, wenn man so wissenschaftlich erkennt, wir müssen eben tatsächlich ein bisschen anders leben, das muss technisch besser werden, aber wir müssen auch anders leben in vielen Bereichen wie Strom, Wärme, Mobilität, Landwirtschaft, Kunststoffe, Zement, dann ist das eine Herausforderung, die kann ich nicht so angehen, dass ich nur sage auf dem Sofa, so, was kommt jetzt von der Politik? Ich bin da selber Bestandteil des Wandels. Das vorangeschickt haben, was mir sehr, sehr wichtig ist, deswegen habe ich es ein bisschen ausführlicher eben gesagt, erwarte ich von einer sächsischen Staatsregierung primär, dass sie tatsächlich einerseits realistisch einschätzt, was für Handlungsmöglichkeiten hat sie, die dann allerdings nutzt. Und was an der Stelle ganz wichtig ist, der deutsche Föderalismus ist ja zunehmend ein Unitarismus, wie man das so wissenschaftlich nennt. Also die Bundesländer sind an vielen Stellen natürlich immer noch in der Situation, dass sie auf Verwaltungsebene Stellschrauben drehen können. Aber die wirklich wichtigen gesetzlichen Entscheidungen kommen natürlich zunehmend in Brüssel, in Berlin oder vielleicht sogar in völkerrechtlichen Verträgen. Insofern muss man sehr genau gucken, was geht. Und man muss auch gucken, dass man sich als Bundesland wie Sachsen auf den höheren Ebenen Gehör verschafft. Das heißt, mich interessiert ganz genau, was tut eine sächsische Staatsregierung, egal welcher Farbe, der BUND ist ja überparteilich, in Berlin, im Bundesrat? Oder was tut die sächsische Staatsregierung, wenn die EU-Kommission, wo sie ja gerade dabei ist, Corona mal eingeklammert, eine neue Klimapolitik auflegt? Lass uns doch mal gleich einsteigen in die Diskussion über einen dieser Bereiche reden, in denen die Landesregierung einen entscheidenden Einfluss auch geltend gemacht hat, wo es ganz entscheidend auch darauf ankommt, was in den Bundesländern passiert, wo aber gerade der Prozess in Berlin liegt. Das ist der Kohleausstieg. Wenn wir über Klimaschutz reden wollen, dann führt da an dem Thema keinen Weg vorbei. Deutschland ist Braunkohle-Weltmeister und kein Strom ist so klimaschädlich wie der Strom, der aus Braunkohle erzeugt wird. Deshalb müssen wir da heute auch drüber reden. Sachsen ist da auch mit dabei. In Sachsen wird Braunkohle nach wie vor abgebaut und in Kraftwerken verfeuert. Und da steht auch tatsächlich im Kapitel Energie und Klimaschutz was dazu drin. Und zwar eine Formulierung, in der steht, dass die sächsische Landesregierung sich zum einen zu den Pariser Klimazielen bekennt, aber auch zu der Umsetzung von einer Empfehlung der Kommission Wachstum, Strukturen und Beschäftigung. Das ist eine Stakeholder-Kommission, die Empfehlungen für einen Kohleausstieg erarbeitet hat, und zwar mit einem Ende 2038. Und da wissen wir auch schon, wie sich die Landesregierung von Sachsen da eingesetzt hat. In Sachsen ist nämlich geplant, dass die ersten Kohlekraftwerke nach 2030 vom Netz gehen, die ältesten Blöcke von einem Meiler, dem Kraftwerk Boxberg, sogar erst 2038. Das steht im Kontrast dazu, dass Energieexpertinnen sagen, dass, wenn man das Pariser Klimaabkommen einhalten möchte, Industriestaaten spätestens bis 2030 aus der Kohle ausgestiegen sein müssen. Das heißt, Gerd, erzähl doch mal, wie ist diese Formulierung
zustande gekommen, da reingekommen in den Koalitionsvertrag? Und wie soll das zusammenpassen? Zum einen sich zu den Pariser Klimazielen zu bekennen und dann 2038 beziehungsweise ab 2030 aus der Kohle auszusteigen? Ja, zunächst mal als grüner Klimapolitiker hätte ich mir natürlich liebend gern gewünscht, dass Sachsen das erste Land auf diesem Planeten geworden wäre, das ein Paris-konformes Regierungsprogramm beschlossen hat. Und das wäre natürlich spektakulär gewesen, wenn das ausgerechnet in einem seit 30 Jahren CDU-regierten Land mitten in Europa gelingen würde, so etwas zu tun. Selbstverständlich ist dieses allgemeine Bekenntnis zu den Pariser Klimazielen nicht kompatibel mit dem, was wir hier tun. Nirgendwo in der Welt, auch nicht in Sachsen. Das ist völlig klar. Das ist eine Zielorientierung, an die wir uns mehr und mehr und immer schneller Fahrt aufnehmend orientieren müssen, an der wir uns annähern müssen. Die Geschichte mit dem Kohlekompromiss, der 1:1 Umsetzung des Kohlekompromisses. Dieser Kohlekompromiss in dieser Kohlekommission war zu dem Zeitpunkt, als er entstanden ist, der breitestmögliche Konsens, breitestmögliche Kompromiss in der Gesellschaft, in dieser Kommission, die unter anderem eben auch aus Umweltverbänden, aus Greenpeace, aus Gewerkschaften, aus Energiewirtschaft und bestand. Und das war ein Kompromiss, der notwendig ist, wenn man sich auf einen Weg begibt, der länger dauert als eine Legislaturperiode. Denn man braucht einen so breiten Kompromiss, damit man an so einem Thema festhält und dranbleibt über länger als eine Wahlperiode, damit so etwas nicht nach einer Wahlperiode wieder abgewickelt wird und rückabgewickelt wird. Dass sowas passieren kann, dass man Klimapolitik rückabwickeln kann nach einer Wahl, das sieht man in den USA mit Trump, das sieht man in Stellen der Welt zu besichtigen. Und sowas lässt sich nur auf einer Basis eines wesentlich breiteren Kompromisses stabilisieren, als es etwa eine Koalitionsvereinbarung von zwei oder drei Parteien hergibt. Deshalb haben wir diesen Kompromiss wertgeschätzt als Basis. Und dort stehen halt auch viele andere wichtige Dinge drin. Da steht eben zum Beispiel auch drin, deutliche Anhebung der Ausbauziele erneuerbarer Energien. Da steht dran, dass die Kosten für die Wiedernutzbarmachung der Tagebaue gesichert werden müssen durch die Bundesländer, durch die Kohleländer etc. pp. Also alle diese Dinge stehen da drin, die uns eine ganz wichtiger Ansatzpunkt auch in den Koalitionsverhandlungen waren. Und deshalb ist die Grundeinigung erstmal auf diesen Kohlekompromiss, die war absolut erforderlich für uns, damit wir alle gemeinsam wissen, wovon wir reden. Dass dieser Grundkonsens dann in der Folge auch durch die Ministerpräsidenten der Kohleländer in Verhandlungen mit dem Bund, mit der Bundeskanzlerin, ein ganzes Stück weit wieder kaputt gemacht worden ist im Januar diesen Jahres. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Das ist geradezu verheerend, auch im Sinne von Planungssicherheit, weil dadurch ist jegliche Planungssicherheit aus diesem ganzen Kohleausstiegspfad eigentlich wieder raus. Jeder weiß, dass dieser Kohleausstiegspfad im Wesentlichen durch die Regeln der Ökonomie bestimmt wird, der Energiewirtschaft, am Energiemarkt, und dass der nicht bestimmt wird durch irgendwelche politischen Wunschvorstellungen. Also der Kohleausstieg, der vollzieht sich, während wir jetzt darüber reden. Im letzten Jahr ist die Kohleverstromung in der Braunkohle um etwa 20% gefallen gegenüber dem Vorjahr. Und im ersten Quartal diesen Jahres ist sie nochmal um ein Drittel gesunken. Und zwar ohne, dass jetzt schon ordnungspolitisch auch nur ein einziger Block abgeschaltet worden wäre, sind wir jetzt weiter runtergekommen im letzten reichlichen Jahr, als überhaupt bei einer Umsetzung eines entschlossenen Kohlekompromisses möglich gewesen wäre. Und das hat ökonomische Gründe. Das hat Gründe Emissionshandel, also CO2-Preis. Das hat Gründe starke Einspeisung erneuerbarer Energien. Aber das hat auch so einen simplen Grund, wie das die Gaspreise so niedrig sind, dass jetzt die Gaskraftwerke am Markt den Preis setzen im Grundlastbereich. Und das entzieht der Kohle einfach die Geschäftsbasis. Und das sind die Regeln, die jetzt den Kohleausstieg dominieren werden. Und nicht, ob sich ein Ministerpräsident ordnungspolitisch wünscht, dass so ein Kraftwerk bis 2038 durchhalten möge. Denn es ist überhaupt nicht absehbar, wie die bis 2038 durchhalten können. Es geht jetzt darum, den Prozess so weit zu steuern, dass man dort überhaupt einen gesteuerten Ausstiegsprozess hinbekommt. Das ist notwendig für die Versorgungssicherheit,
Das ist aber auch notwendig, um in den Revieren, in den Kohlerevieren, wenigstens einigermaßen Just Transition Prozess, einigermaßen stetigen und sozial gerechten Übergangsprozess hinzukriegen und nicht zuzuschauen, wie diese Industrie einfach von selber umfällt. So viel zum Thema Kohleausstieg. Mhm. Also, wir sollten keine Phantomdebatten aufmachen und uns über irgendwelche politischen Jahreszahlen unterhalten. Und wir sollten schauen, dass wir die Energiewende voranbringen, dass wir den Emissionshandel reparieren, dass wir für einen ordentlichen CO2-Preis sorgen. Und dann ist der Kohleausstieg ein ökonomischer Selbstläufer und wir brauchen nicht dort irgendwelche Abschaltjahre. Mhm. Du sprichst den gesellschaftlichen Kompromiss dieser Stakeholder-Kommission an. Spannend ist dann natürlich zu bemerken, dass eine Akteursgruppe nicht mit am Tisch war, nämlich die junge Generation. Und nach der Veröffentlichung des Abschlussberichtes der Kohlekommission mit diesem Enddatum 2038 hatten wir unter anderem historische Klimaproteste von Fridays for Future. Das nochmal dazu. Felix, wie ist deine Perspektive darauf? Was hättest du dir da gewünscht aus Sicht des BUND Sachsen? Wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, dass politischer Wandel immer im Wechselspiel von Bürgern und Politik passiert, dann liegt es nahe, dass wir einerseits verstehen können, dass politische Parteien natürlich irgendwie sich behaupten wollen bei Wahlen und deswegen auch Konzepte anbieten, wenn sie versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen. Gleichzeitig brauchen wir andererseits aber auch Visionen, die uns klar machen, wo wir hinwollen. Und diese sind im Falle des Klimaschutzes auch nicht einfach nur so Ideen, die man gut finden kann oder nicht. Die sind mehr. Der Artikel 2 des Pariser Klimaabkommens enthält völkerrechtsverbindlich die 1,5-Grad-Grenze, die impliziert, dass sich weltweit die Treibhausgasemissionen in roundabout 2 Dekaden auf Null bringe. Und zwar nicht nur in den Bereichen, wo es total einfach ist, wie der, über den wir gerade reden. Die Kohleverstromung runterzufahren, wird Gerd als Physiker und großer Experte für erneuerbare Energien jederzeit gern bestätigen. Die Kohleverstromung runterzufahren ist eigentlich eine ganz, ganz leichte Aufgabe. Der Stromsektor ist der einfachste Bereich. Wir müssen das gleiche in viel schwierigeren Bereichen auch schaffen, wie Wärme, Mobilität, Agrar, Zement, Kunststoffe. Das muss in relativ kurzer Zeit postfossil werden. Wir haben ein rechtsverbindliches Ziel und gerade die sich selber so, also ja gerne so einführenden Rechtsstaatsparteien CDU und FDP erinnere ich immer gerne daran, hier möchte ich mal Rechtskonformität sehen, dass tatsächlich das Handeln von Landesregierung, Bundesregierung, EU-Kommissaren, wem auch immer, ausgerichtet wird auf dieses rechtsverbindliche Ziel. Momentan feiern alle dieses Paris-Abkommen, aber es hält sich keiner dran. Insofern wünsche ich mir, dass die Grünen das halt sehr klar auch immer benennen. Der zweite harte Punkt, jenseits von so nice to have und Umweltschutz ist irgendwie ganz schön oder so, der hier eine Rolle spielt, ist, wir reden über ökonomisch harte Zusammenhänge. Gerd hat es im Grunde angesprochen. Volkswirtschaftlich ist der Klimawandel auf Dauer viel teurer, als wenn wir konsequenten Klimaschutz betreiben. Man kann verstehen, dass Leute, die lange in der Kohle gearbeitet haben, dass auch Unternehmen, die dort investiert haben, natürlich gewisse Interessen jetzt haben. Das ist legitim, das gehört zur pluralistischen Demokratie, dass sie das äußern. Genauso gehört aber zur pluralistischen Demokratie, dass wir als BUND und auch die Wissenschaft, es gibt ja auch die Scientists for Future, zu denen ich auch gehöre, sich äußern und sagen, liebe Leute, das ist ökonomisch irrational, wenn wir weiter hier mit der Kohle rumspielen und dann noch um Jahre feilschen. Und da, lieber Gerd, wünsche ich mir sehr klar, dass ihr euren eigenen Ministerpräsidenten auch zur Verantwortung zieht, weil der gehört ja genau zu den Bremsern, wie du im Zweifel besser weißt als ich, weil du mehr persönlich Kontakt hast zu ihm. Der nun genau, also auf der einen Seite sagt, ja, Paris-Ziel, aber dann, weil die meisten Leute es ja nicht merken und es nicht überprüfen können, in der Praxis Dinge fordert, die damit inkompatibel sind und die vielleicht sogar hinter euren Koalitionsvertrag zurückfallen. Diese kleine Runde da im Januar mit den anderen Ministerpräsidenten haben böse Zungen als Versuch interpretiert, mal auszutesten, wie weit man mit der neuen Koalition gehen kann. Und da ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man eine konsequente Ansage macht. Und der dritte harte Punkt neben Rechtsverbindlichkeit und ökonomischen Belangen, der einfach für einen schnelleren Weg spricht, ist halt, wir sehen jetzt in dieser Corona-Krise, dass wir ohne Rücksicht auf ökonomische Verluste und sogar in manchen Punkten, in, sagen wir mal, gesundheitlich, virologisch durchaus diskussionswürdigerweise bestimmte Maßnahmen ergreifen, einfach weil wir sagen, da dürfen wir irgendwie das Risiko nicht gehen. Im Umweltschutz sind wir da sehr viel vorsichtiger. Wenn die EU-Kommission einmal im Jahr amtlich uns mitteilt,
Im Jahr sterben in Europa 400.000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Und wenn wir wissen, ein Großteil davon geht auf das Konto der fossilen Brennstoffe, dann ist das nicht mal eine Meldung auf den ersten Seiten der Tageszeitung. Das interessiert gar keinen. Ich rechne hier nicht oder ich rechtfertige hier nicht irgendwie das Untätigwerden im Corona-Bereich jetzt mit irgendwelchen Klimadingen. Ich sage einfach nur, es ist doch super, dass uns Leben und Gesundheit so wichtig sind, wie sie jetzt gerade bei Corona sind. Aber das sollte doch bitte ein allgemeiner Standard werden. Vizekanzler Olaf Scholz, SPD, Finanzminister, allseits bekannt, hat gesagt, er wehrt sich gegen diese Zyniker, die Menschenleben gegen Wirtschaftswachstum aufrechnen. Super, ich bin da auch dagegen. Aber dann soll er das doch bitte konsequent in allen Bereichen machen und nicht da, wo es gerade passt. Und das ist auch ein Punkt, der natürlich sehr wichtig werden wird jetzt für die sächsische Staatsregierung. Wie positioniert sich die Staatsregierung, wenn die jetzt gerade diese ganzen Themen wie Kohle und so, du hast es gesagt, Gerd, ins Hintertreffen geraten und denn so das große ökonomische Hochfahren jetzt wieder kommt, spielen wir denn einfach so weiter, auch ökonomisch, ökologisch wie bisher? Oder nutzen wir dieses Window of Opportunity, diese Gelegenheit, die da ist, um tatsächlich eher sowas wie Kohleausstieg nochmal zu beschleunigen? Oder eben auch die Mobilitätswende, vielleicht reden wir da auch noch drei Sätze nachher drüber, es hat ja auch mit eben Klimawandel viel zu tun, zu beschleunigen. Ja, wir können da wieder eine Abwrackprämie machen irgendwie und die alten Autos nochmal in den Markt pusten. Oder wir können was Neues machen. Ja, du hast vom ökonomischen Wiederhochfahren gesprochen. Das ist aus meiner Sicht charakterisiert das nicht das, worum es geht, sondern wir müssen diese gigantische Kraftanstrengung nutzen, um ökonomisch umzubauen und umzusteuern an der Stelle. Wir können so eine Kraftanstrengung nicht jedes Jahr machen. Und diese Kraftanstrengung müssen in die richtige Richtung führen. Wir diskutieren da gerade bei uns in der Grünen Partei derzeit sehr, sehr intensiv, wie wir diese Situation auch nutzen, um hier Transformationen zu beschleunigen an dieser Stelle. Wie man insbesondere auf die durchaus Ähnlichkeit der Situation, ich meine, wir reden hier die ganze Zeit in Bezug auf dieses Virus von flatten the curve. Was wir beim Klimaschutz machen müssen, ist nichts anderes. Wir müssen handeln, um diese Klimakatastrophe in einer Weise erstmal zu verlangsamen, dass uns die Zeit bleibt für ein gravierendes Umsteuern in der Gesellschaft, weil wir ansonsten diese Zeit nicht haben. Es ist im Prinzip dieselbe Denke. Eine Gefahr, die in der Zukunft liegt. Beim Corona lag die 2, 3, 4 Wochen in der Zukunft. Wissenschaftler haben von dieser Gefahr gesprochen und dennoch haben wir zu einem Zeitpunkt, als eigentlich jeder sagt, es ist doch völlig unangemessen, was wir jetzt tun, mussten wir bereits sehr, sehr entschlossen, sehr, sehr rigide handeln, zu verhindern, dass 4 Wochen später eine große Katastrophe da ist. Das ist beim Klimaschutz, ist die Zeitleiste eine andere. Da reden wir über Jahrzehnte möglicherweise mit gravierenden Auswirkungen, vielleicht auch nur einen kürzeren Zeitraum. Es sterben heute schon Menschen am Klimawandel. Im Prinzip ist es genau das Gleiche. Und auf diese Parallelen hinzuweisen, auch in Bezug auf Ernstnehmen von Warnungen aus der Wissenschaft. Ich meine, die Wissenschaft warnt seit Jahrzehnten vor einer großen Pandemie. Die hat uns seit Jahrzehnten gesagt, Leute, wenn ihr Lebensräume in der Natur einengt, wenn ihr dazu, die Wildtiere dazu, wenn ihr Artenreichtum reduziert, wenn ihr dafür sorgt, dass Wildtierpopulationen sich rasch durchseuchen und die Menschen dicht mit den Wildtieren dann zusammenbringt, weil er deren Lebensräume beschränkt, dann ist das unvermeidlich, dass solche neuen Viren, gegen die im wahrsten Sinne des Wortes kein Kraut gewachsen ist, solche neuen Viren auf den Menschen überspringen und dass derartige Pandemien auftreten. Und es war völlig klar, was man tun muss, um sich darauf vorzubereiten. Und dennoch sehen wir uns jetzt alle unvorbereitet. Wir sehen, was das für Konsequenzen hat. Und diese Schlussfolgerungen, auch diese Auswertung dessen, was wir hier erleben, die steht uns allen noch bevor. Und wir hoffen ganz stark und wollen das auch erreichen, dass wir an dieser Stelle beschleunigen unser Handeln im Klimaschutz, weil es im Prinzip einfach nur die große Katastrophe hinter dieser vergleichsweise kleinen Katastrophe ist, die uns noch bevorsteht, wenn wir es nicht in den Griff kriegen. Ich finde es tatsächlich als Wissenschaftler auch interessant. Ich forsche ja zu den Bedingungen von Wandel in puncto Nachhaltigkeit seit über 20 Jahren unter anderem. Und natürlich fühlt sich Klimawandel halt anders an als dieses Corona-Ding. Und es fühlt sich nochmal anders an zu so unmittelbaren Katastrophensituationen. Sagen wir mal, es gibt einen Verkehrsunfall, einen riesigen direkt vor mir. Da hat jeder Mensch die Intuition, da muss ich sofort was machen.
Der Mensch kommt letzten Endes mit seinen Gehirnstrukturen, mit seinen Emotionen, die ja ganz vieles bei uns treiben. Wir sind ja gar nicht so rational, wie wir zum Teil denken, irgendwie aus der Steinzeit. Wir sind so relativ impulsgesteuert. Und im Grunde kann man so eine Gerade ziehen. Es gibt so diese ganz unmittelbar sichtbaren Dinge, wie ein Unfall, unmittelbares Unglück. Dann sowas wie Corona, da sieht man nicht so direkt, dass was passiert. Aber wenn man lang genug drüber redet, kapiert man schon, okay, das ist kurzfristig lebensbedrohlich, eventuell. Zumindest für einige Menschen, das könnte ich selber sein. Und dieses Klimading, da müsste man jetzt zwar auch wissenschaftlich korrekt sagen, da sterben heute schon Menschen dran, aber die sehen wir hier in Deutschland nicht. Also das stimmt nicht ganz, ne? Weil wir haben auch hier vermehrt Hitzetote. Ja. Aber das schreiben wir nicht dem Klimawandel zu. Das können wir ganz gut verdrängen. Wir haben unseren alten Steinzeitblick immer noch, was wir nicht sehen und anfassen können und wo wir die Kausalität nicht unmittelbar wahrnehmen können. Das ist nicht so relevant für uns. Wir haben auch, von den Emissionen, wir wissen genau statistisch, wie viel zusätzliche Tote die Feinstaub- und Quecksilberemissionen jedes einzelnen Kohlekraftwerkes produzieren. Ja. Das können wir statistisch genau ausrechnen. Genau, können wir im Prinzip machen. Was wir zurzeit gerade machen, ist, wir nehmen statistische Daten unglaublich ernst. Wir setzen Milliarden ein. Wir setzen alle Räder in Bewegung, um hier diese Statistik zu folgen und hier die Auswirkungen zu begrenzen. So gut wie es irgendwie geht. Und das müssen wir uns, diese Denke müssen wir uns für die Zeit nach dieser Corona-Krise beibehalten. Und was tatsächlich verrückt ist, Gerd, also wahrscheinlich haben wir auch da keinen wirklichen Dissens, aber es ist ja zynisch und auch philosophisch und rechtlich und so in vielerlei Hinsicht sehr, sehr zweifelhaft, wenn jetzt Ökonomen so Menschenleben dann in Geldwerte übersetzen wollen zum Teil. Aber unabhängig davon müssen wir tatsächlich sagen, wir setzen momentan bei der Corona-Krise mehr Euro ein, um ein Menschenleben zu retten, als wir das beim Klimawandel auch nur ansatzweise bisher bereit sind zu tun. Also wir bräuchten nicht, um aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, in Europa einen derart massiven Lockdown, ja, dass wir da im Prinzip einen Schaden von, weiß ich nicht, am Ende 1 Billion Euro oder vielleicht noch mehr erzeugen. Das bräuchte man nicht, um aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Wahrscheinlich haben wir auch da wieder keinen Dissens. Ich sage den Satz schon wieder. Im Gegenteil, das könnte ökonomisch vorteilhaft sein, ja, weil wir eben ganz viele Schäden vermeiden. Ja, zum Beispiel diverse Erkrankungen, die unmittelbar an den fossilen Brennstoffen hängen. Zum Beispiel auch deshalb, weil die erneuerbaren Energien ganz klassisch gesprochen, vielleicht sogar mehr Wertschöpfung in der Summe produzieren können als die fossilen Brennstoffe. Und das erzählt schon sehr viel über uns Menschen, dass wir im Prinzip so eine ökonomisch irrationale Entscheidung treffen, obwohl wir alle ständig über Geld reden, nämlich, dass wir uns im Grunde auf ein Problem stürzen, wo man, also als harter Ökonom sagen könnte, da können wir jetzt, sieht man ja auch in den Medien, also man braucht nur Spiegel Online lesen, es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen, wie radikal noch ein bisschen mehr als jetzt, noch ein bisschen weniger als jetzt man handeln soll. Und beim Klimawandel ist die Lage sowas von eindeutig. Und da tun wir tatsächlich nichts. Das ist natürlich auch ein Stück weit unsere Aufgabe als BUND Sachsen, das mehr Leuten zu erzählen. Da mussten wir als Umweltbewegung aber auch über die Jahrzehnte erst lernen, dass man einen Fehler nicht machen darf. Faktenwissen verbreiten und irgendwelche so moralischen Appelle verbreiten ändert nicht viel. Fakten und Moral sind ganz nett, aber die ändern häufig das Leben nicht total. Man muss menschliche Emotionen erreichen. Man muss Normalitätsvorstellungen problematisieren. Das klappt bei Corona gerade super. Also da hat im Prinzip in so einem Prozess endloser Wiederholung ist immer wieder erzählt worden, Leute gefährlich, es stirbt jemand, es passiert das. Und das konnte man beobachten im Umfeld. Innerhalb von Tagen sind die Leute von Corona-Party-Feiernden zu totalen Angsthasen geworden. Aber das passiert eben so als Gruppenprozess. Und den haben wir bisher beim Klimawandel nicht ausreichend in den Gang bekommen. Und es ist natürlich eben auch schwieriger, weil es eben weniger spürbar ist. Aber an sich ist es tatsächlich verrückt. Insofern gucken wir als BUND tatsächlich auch, einerseits natürlich, was macht die Staatsregierung? Vor allem, was macht sie in Brüssel, wenn da jetzt über das neue Klimapaket geredet wird und so? Also ist sie da unter den Treibern oder unter den Bremsern? Der Ministerpräsident scheint mir eher unter den Bremsern zu sein. Aber es geht tatsächlich eben auch darum, und ich sage es auch mal so bewusst, Gerd, weil die Europaministerin ist ja eine Grüne. Ja, also da hat man ja eigentlich Potenziale in dem Bereich anzuknüpfen. Ist das. Also Katja Felix, Mayer? Wir haben gerade relativ hart zu tun, klar zu machen innerhalb dieser Staatsregierung, dass es nur eine sächsische Energiepolitik geben kann und dass die jetzt in dem Haus gemacht wird, wo Energie im Namen steht. Das Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Weil es war tatsächlich in der Vergangenheit so, dass Energiepolitik in Sachsen Chefsache wurde und in der Staatskanzlei gemacht wurde. Und das ist durchaus ein Prozess, das einzusteuern, das Ganze. Und wir sind da aber schon ein ganzes Stückchen vorangekommen. Wie seht ihr denn eure Rolle? Also wir haben jetzt den Diskurs gemacht zu Corona-Klimakrise.
Tatsächlich teile ich eure Analyse in einem Punkt nicht. Ich glaube, dass die aktuelle Situation rund um Covid-19 und die Klimakrise in einem Aspekt ganz unterschiedlich sind. Im Bereich des Klimaschutzes haben wir seit langem Visionen, wie ein gutes Leben aussehen kann, das in Richtung einer klimaneutralen Gesellschaft funktioniert. Während wir jetzt gerade im Krisenmodus handeln, mit wenig Beteiligung der Zivilgesellschaft, wo Grundrechte eingeschränkt werden. Einer dieser Bereiche im Bereich des Klimaschutzes, wo die Zivilgesellschaft seit langen Jahren Ideen mitentwickelt, Projekte mitgestaltet, wo schon vorgelebt wird, wie klimaneutrales Leben aussehen kann, ist die Energiewende, also der Ausbau von Erneuerbaren. Dazu steht auch was im Sächsischen Koalitionsvertrag, nämlich, dass die Energiewende Technologie offen und verantwortungsvoll gestaltet werden soll. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die Bundesländer bestimmte Kompetenzen haben, vieles auch aus Berlin und Brüssel kommt, so auch in diesem Bereich. Da haben wir jetzt viele Neuigkeiten bekommen, wo der Ausbau von erneuerbaren Energien auch ausgebremst wird, unter anderem diese Abstandsregelung für den Neubau von oder das Repowering von Windkraftanlagen. Das wird auch im Koalitionsvertrag bestärkt. Auch, dass der Ausbau von Wind generell nicht mehr in Wäldern stattfinden soll. Wie soll das also funktionieren? Gerd, du hast gesagt, der Kohleausstieg kommt mitunter schneller, wenn wir den erneuerbaren Ausbau stärker forcieren und die Energiewende vorangetrieben wird. Wie passt das zu den Regelungen, die da auch im Koalitionsvertrag drinstehen, zu zum Beispiel Abstandsregelungen? Ja, also zunächst mal, wie der Name schon sagt, ein Koalitionsvertrag, das ist ein Vertrag, den in diesem Falle drei Partner miteinander schließen. Und jeder einzelne dieser Partner muss diesen Koalitionsvertrag am Ende, bevor er in Kraft treten kann, vor seiner eigenen Klientel irgendwo vertreten und verkaufen. Insofern ist es natürlich nicht verwunderlich, dass von allen Seiten dort was drinsteht. Wir glauben, dass dieser Koalitionsvertrag in Bezug auf erneuerbare Energien in Sachsen, wenn man den mit dem letzten Vergleich, tatsächlich ein Paradigmenwechsel ist. Er trägt in Bereichen Energie- und Klimaschutz auch in anderen Bereichen eine ganz, ganz klare grüne Handschrift. Es war diese Abstandsregelung im Bereich der Windenergie, war dem Koalitionspartner CDU extrem wichtig. Man verortet genau in dieser Abstandsregelung das ein akzeptanzschaffendes Element für den Ausbau der Windenergie, vor allem Akzeptanz natürlich auch in den eigenen Kreisverbänden, sich durchgesetzt zu haben mit so einem Mindestabstand. Und wir haben uns das natürlich sehr, sehr genau angeschaut im Vorfeld, was mit einer solchen Regelung, so sie denn im Bund kommt, und so steht es im Koalitionsvertrag auch drin, dass die Basis muss immer eine entsprechende Bundesregelung sein. Anders kann man auch gar keine Mindestabstände festlegen im Land, rechtssicher. So denn eine solche Bundesregelung kommt, was das ausmachen würde in Sachsen, ein Ausbaupotenzial. Und ob das die Ausbauziele, die wir im Koalitionsvertrag stehen haben, gefährden würde. Und wir sind uns sicher, wenn wir an der Planungssystematik in Sachsen, also an dieser bisher üblichen Gleichverteilung in allen Planungsverbänden, etwas verändern, dass wir ausreichend Potenziale auch mit einem 1000 Meter Mindestabstand in Sachsen haben, um unsere Ausbauziele aus dem Koalitionsvertrag sicher zu erreichen. Und die Ausbauziele in diesem Koalitionsvertrag, die sind äußerst ambitioniert. Und im Unterschied zu allen anderen solchen Verträgen, die ich kenne, haben wir nicht unserer Nachfolgerregierung Ziele reingeschrieben, also für 2030 oder so, sondern wir haben Ziele für 2024 reingeschrieben, an denen wir uns messen. Und wenn wir diese Ziele erreichen, die äußerst ambitioniert sind, dann würden wir im Bereich Solar- und Windenergie alles das, was in den letzten 20 Jahren gebaut worden ist, gerade nochmal verdoppeln innerhalb der nächsten 4,5 Jahre. Das ist extrem ambitioniert. Dazu brauchen wir auch ein neues Energie- und Klimaprogramm in Sachsen, damit wir zu einer neuen Flächenkulisse kommen. Aber wir sind in der Lage, mit dieser neuen Flächenkulisse auch mit einem 1000 Meter Mindestabstand ausreichend groß zu machen, um diese Ziele zu erreichen. Da haben wir uns versichert. Und natürlich können wir mit einer Flächenkulisse, die durch einen 1000 Meter Mindestabstand begrenzt ist, die 100% Energiewende nicht schaffen. Das steht völlig außer Frage. Aber was wir jetzt schaffen müssen, ist überhaupt erst mal wieder der Einstieg in die Energiewende in Sachsen, der Einstieg in den Ausbau. Der ist ja völlig zum Stillstand gekommen. Der ist ja völlig blockiert worden in den letzten 10 Jahren. Und an dieser Stelle muss man die nötigen Kompromisse machen, um überhaupt erst mal wieder zu starten. Und an dieser Stelle die Kraft entwickeln, um dann in 4 oder 5 Jahren neu drüber zu diskutieren. Dann wird es eine neue Koalition geben, da wird es neue Verhandlungen geben und da wird es einen neuen Vertrag geben.
Und wenn wir dann merken, wir kommen mit dem Ausbau nicht weiter, dann fällt uns auch an dieser Stelle wieder was ein. Aber hier an dieser Stelle waren diese 1000 Meter verhandelbar bei uns. In Brandenburg übrigens ist da sogar eine noch rigidere Regelung, die da drin steht. Allerdings haben die eben auch schon 70-80% Wind im System. Und in Sachsen, wir sind unter den Flächenländern ganz, ganz hinten im Windenergieausbau. Und genau deshalb haben wir auch noch so viele Flächenpotenziale, um unsere Ziele zu erreichen. Also an dieser Stelle gibt es keinen Widerspruch zwischen unseren Ausbauzielen und 1000 Meter Regelung. Ansonsten stünde die da nicht drin. Felix, erwartest du jetzt da von der Landesregierung den Paradigmenwechsel in der Energiewende? Wie versprochen? Ich habe mich bei dem, was du gerade gesagt hast, Gerd, vor allem Folgendes gefragt, was ich mich auch schon sehr lange frage, wenn ich auf progressive Umweltpolitik gucke. Es ist ja klar, wenn man eine Koalition mit bestimmten Mehrheitsverhältnissen eingeht, dass man natürlich einerseits in Koalitionsverhandlungen durchaus versuchen kann, rationale Argumente zu präsentieren, die auch von der Gegenseite verstanden werden können, zum Beispiel also Rechtskonformität, Pariser 1,5-Grad-Ziel und ökonomische Vorteile des Klimaschutzes. Aber dennoch bleiben Menschen und so eben auch Politiker, also man selbst, aber eben auch Politiker der Gegenseite, tendenziell irrational. Das heißt, man muss damit rechnen, auch wenn man noch so gute Argumente hat, dass sie trotzdem beharren auf dem, was sie wollen. Und dann bist du natürlich pragmatisch in der Situation, du musst jetzt auf irgendwas einigen. Ja? Das ist halt natürlich nicht ganz das, was du selber willst. Also nebenbei bemerkt, wäre es in gewisser Weise ja auch totalitär und nicht pluralistisch, wenn man davon ausgeht, der Rest der Gesellschaft muss per se meine Ziele haben, wie auch immer rechtlich, ökonomisch und so weiter begründet. Das gehört zu einer offenen Gesellschaft, dass auch vielfältige und sei es auch sehr komische Positionen vertreten werden können. Und klar, damit muss man praktisch umgehen. So klar, soweit so klar. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wie kommuniziert man jetzt darüber? Und ich habe jetzt bei dir was gehört, was ich sag mal, so ähnlich von Jürgen Trittin in der rot-grünen Bundesregierung vor 20 Jahren noch immer gehört habe. Und er hat einem eigentlich immer so erklärt, es konnte gar nicht mehr getan werden, als wir hier getan haben. Das war möglicherweise als Beschreibung der realen eigenen Handlungsmöglichkeiten durchaus korrekt. Aber in dieser Art der Darstellung ist dann ein Stück weit eben hinten runtergefallen die Feststellung, die du jetzt, na gut, du hast immerhin anders als Jürgen Trittin damals schon ein paar Mal jetzt getroffen, dass man eigentlich natürlich viel mehr tun muss. Und es ist natürlich ein bisschen auch die Frage, wie man das so atmosphärisch in so einer Koalition bringt. Aber ich sehe schon die Aufgabe der Grünen, nicht wie das früher bei Grünen ja immer mal geführt wurde, jetzt, dass sie quasi Opposition der Regierung spielen, das geht schlecht, aber durchaus, dass man eben sehr klar die Ansage macht, nicht nur so defensiv quasi zu sagen, also hier, ihr Windenergiegegner, so viel machen wir doch gar nicht und naja, kommt, nehmen wir euch alle mal mit, sondern schon im Sinne von, Leute, wir machen hier einen Schritt und das sind eigentlich total kleine Schritte. Die sind schwierig für uns, die müssen wir erstmal gehen. Wir verstehen auch, dass es nicht jedem gefällt, aber Leute, eigentlich müssen wir ökonomisch und ökologisch und auch sozial, weil der Klimawandel nämlich auch sozial verheerend ist, weil er vor allem die Armen trifft weltweit und bei uns, viel größere Schritte gehen und die leiten wir gerade ein. Insofern, also das muss, glaube ich, sehr, sehr deutlich auch immer werden in dem, was man sagt. Dass man also vor lauter realistischer Einschätzung des Koalitionspartners nicht vergisst, in aller Deutlichkeit zu sagen, man macht hier einen praktisch gesehen, also wenn man es nicht nur so vom grünen Tisch fordert, sondern es real machen muss, schwierigen Anfang. Der ist schwierig und da jeden Respekt, also ziehe ich meinen imaginären Hut davor, dafür, dass man den macht. Aber es ist eben ein Anfang, ein kleiner Anfang in Relation zu einem riesengroßen Ding, was sie am Ende machen müssen. Gerd hat, glaube ich, gerade technische Schwierigkeiten. Deshalb machen wir weiter mit einer Frage an. Gerd auch nur eingefroren, ja, das ist richtig. Ah ja, da ist er wieder. Mit einer Frage an dich. Oh, sorry, Felix. Ich war rausgeflogen. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich hatte, lieber Felix, ich hatte das Letzte, was ich von dir gehört hatte, war etwas von Jürgen Trittin und dann bist du mit einem ganz versonnenen Gesicht auf meinem Bildschirm eingefroren. Das ist schade, dann sage ich noch mal ganz kurz die Essenz. Ich habe gesagt, das ist klar, dass man in einer Koalition einen Kompromiss immer macht und dass man auch nicht Opposition in der Regierung spielen kann. Aber dennoch muss man natürlich klar machen, dass man nicht komplett in diese Diskussion verfallen darf, die quasi sich vor Windenergiegegnern verbeugt, im Sinne von, Leute, komm, akzeptiert doch mal hier unser Ding. Wir wissen, das ist alles schon ganz schwierig. Klar muss man sagen, ökonomisch ist alles Mögliche zu bedenken, aber ökonomisch, ökologisch und sozial, weil eben der Klimawandel gerade die Schwächeren trifft, brauchen wir eigentlich viel, viel mehr als das, was wir hier tun. Das heißt, wir beginnen jetzt, wir machen einen sicherlich schwierigen, herausfordernden Anfang, der aber am Ende einen Weg bahnen muss,
zu etwas noch viel Größerem. Und das muss schon, also bei aller Koalitionsdisziplin, glaube ich, immer wieder sehr, sehr deutlich gesagt werden. Ja, Felix, aber dieser Koalitionsvertrag spiegelt wirklich keine Verbeugung wider, sondern hier stehen, wie gesagt, äußerst ambitionierte Ausbauziele drin und auch die Wege, um sie zu erreichen. Nämlich ein neues Energie- und Klimaprogramm, also mit neuen Landesentwicklungszielen, mit einer unverzüglichen Teilfortschreibung sämtlicher Regionalpläne, die hier vereinbart ist, mit einer Öffnung der kommunalen Entscheidungshoheit im Rahmen ihrer Bauleitplanung für Repowering und für einzelne kleine Projekte etc. pp. Also steht eine ganze Menge Maßnahmen drin, wie wir zu dieser Umsetzung kommen. Und das ist schon eine, das ist tatsächlich, wird auch in dieser Szene, die dort gegen eine Energiewende ist, als eine echte Kriegserklärung und als ein massives Einknicken etwa der CDU-Seite gesehen. Ich würde dazu Folgendes sagen. Das, was wir beide jetzt gesagt haben, Gerd, das kann, glaube ich, obwohl es wie eine Gegenrede jeweils klingt, kann eigentlich nebeneinander stehen. Das schließt sich gar nicht aus. Das ist mit Sicherheit genau so, wie du das gerade gesagt hast, dass die, das diversen Leuten schon überhaupt nicht passt. Und die gemeinsame, und es geht ja in so einer Koalition auch nicht darum, dass der eine da den anderen aussticht oder so etwas. Nein, die gemeinsame Formel, die uns dazu gebracht hat, einen solchen erneuerbaren Energienausbau hier reinzuschreiben in den Koalitionsvertrag, die basierte gerade auf diesem gemeinsamen Bekenntnis zu einer 1:1 Umsetzung des Kohlekompromisses. Nur dadurch waren alle Koalitionspartner bereit, wirklich zu akzeptieren, dass der Kohleausstieg jetzt kommt. Und mit der Formel, Sachsen soll dennoch Energieland bleiben, war aber klar, dass wir was anderes machen müssen, dass wir in was anderes einsteigen müssen. Und das war letztlich der Diskussionspfad in so einer Koalitionsverhandlung, der uns dazu gebracht hat, jetzt tatsächlich eine Energiewende in Sachsen aktiv zu betreiben. Dazu will ich zweierlei sagen. Zum einen, Sachsen-Energieland ist auch Position des BUND. Da hat ja unter anderem ein Konsortium hier unter der Leitung von Kollegen Bernd Hirschel, TU Cottbus, wunderbare Konzepte auch für die Lausitz entwickelt, wie man da eben auf der Basis erneuerbarer Energien und so weiter tolle Dinge machen kann. Und die andere Sache, die ich sagen will, natürlich ist das, also du siehst es jetzt eben aus der Ebene einerseits des Physikers, der die technischen Gegebenheiten kennt, der weiß, wie schwierig das ist, also weiß ich, Windparks und Ähnliches zu bauen. Du siehst es auch aus der Perspektive desjenigen, der eben zunehmend auch in Verwaltung und so Einblicke hat und der weiß, wie schwierig Genehmigungsverfahren sind, man muss mal Finanzierung besorgen etc. Und gemessen daran ist es vermutlich hundertprozentig richtig, dass ihr ein sehr ambitioniertes Ziel im Koalitionsvertrag habt. Nur wenn ich sage, das, was ich sage, kann da daneben ohne weiteres weiter bestehen. Ich sage, gleichzeitig haben wir aber eben eine rechtliche Verpflichtung und eine für die Menschheit existenzielle Herausforderung, so schnell oder eben eigentlich noch schneller zu sein. Und wenn wir das nicht sind, kostet das Menschenleben und ist auch ökonomisch verheerend. Insofern sind wir in einem tatsächlich extremen Spannungsverhältnis. Und das ist eben nicht aufzulösen, indem man einfach dann nur wieder sagt, na gut, wir tun eben praktisch, was wir tun. Weil du weißt so gut wie ich, Gerd, auch das, was im Koalitionsvertrag ist, das müsste erstmal real in die Praxis umsetzen. Das kann ohne weiteres sein. Und ich will mal annehmen, dass du als sehr, sehr gut mit der Materie vertrauter Mensch, auch mit der Politik sehr gut vertrauter Mensch, selber diese Möglichkeit auch einkalkulierst, dass es möglicherweise nicht erreicht. Gleichzeitig muss ich von der anderen Seite sagen, ihr müsstet eigentlich halt noch mehr tun. Und das ist ein Spannungsverhältnis, wo ich also auch persönlich Hochachtung habe, wenn man das aushält. Aber das ist tatsächlich das Feld, in dem wir uns mit der Energiewende gerade bewegen. Dazu gab es tatsächlich auch eine Frage von aus der Zuschauerschaft. Wie hier nochmal die Erinnerung an alle, die den Livestream verfolgen. Ihr könnt gerne Fragen stellen unter dem YouTube-Livestream und die werden dann an uns herangetragen. Und legen wir los mal, dies zu beantworten. Es kam die Frage an dich, Gerd, wann kommt denn jetzt die Energiewende? Du hast erzählt, der Paradigmenwechsel kommt, es steht da alles im Koalitionsvertrag drin, die Grundlage ist geschaffen. Wann geht's los? Wir haben sofort als allererstes im Januar eine Taskforce gegründet zur Fortschreibung des Energie- und Klimaprogramms in Sachsen. Das ist ja so, damit so etwas im Verwaltungshandeln ankommt und dann auch in der Realität ankommt, müssen natürlich dafür Voraussetzungen geschaffen werden. Und in Sachsen ist einfach deshalb nichts vorangegangen, zum Beispiel beim Windenergieausbau in den letzten Jahren, weil dafür schlicht keine Flächenkulisse mehr da war. Es waren keine Flächen ausgewiesen. Was muss man machen, um neue Flächen auszuweisen in der Regionalplanung? Man muss zunächst erstmal in der Landesplanung neue Ziele setzen. Und das muss furchtbar schnell geschehen, diese neuen Ziele zu setzen, damit in der Regionalplanung neue Flächen entstehen können, auf denen dann Anlagen gebaut werden können. Und deshalb war das die dringlichste Sache, die wir angepackt haben.
Die letzte Koalition hat 5 Jahre damit verbracht, sich gegenseitig maximal zu blockieren beim Setzen neuer Klimaziele. Und wir haben uns immerhin jetzt vorgenommen, gemeinsam bis zum Sommer diesen Jahres das gesamte Energie- und Klimaprogramm Sachsens neu zu schreiben. Und das ist ebenfalls wieder eine sehr, sehr ambitionierte Sache, aber wir müssen an dieser Stelle dieses Paperwork wirklich vorziehen, weil so funktioniert Ausbau erneuerbarer Energien. Ich muss zunächst erstmal dafür geeignete Flächen ausweisen, damit jemand Projekte durchführen kann, damit dort jemand investieren kann, vorzugsweise Bürgerenergiegesellschaften, aber es ist auch jeder andere herzlich willkommen, der hier investieren möchte und dass das wirklich stattfinden kann. Denn der Staat baut keine erneuerbaren Energien. Der Staat baut keine Windenergieanlagen, der Staat baut keine Solaranlagen, vielleicht auf die Verwaltungsdächer in Dresden. Auch das wollen wir tun, klar. Aber im Grunde genommen müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Und diese Rahmenbedingungen, die brauchen jetzt eine gewisse Zeit, wie wir die unter Dach und Fach haben und bis ein Kabinettsbeschluss gefasst ist. Also die Planungsvoraussetzungen schaffen und damit quasi den Weg bereiten. Also die werden wir noch in diesem Jahr haben. Mhm. Ein neues Energie- und Klimaprogramm und damit neue klimapolitische, energiepolitische Ziele für den Freistaat, die dann tatsächlich sich mindestens auch an den Bundeszielen orientieren. Eine Dimension von unserem Energiesystem, die vielen Menschen sicherlich nicht so bewusst ist, die nicht direkt im Revier leben oder in einem Bundesland, in dem Kohle abgebaut wird und die über die klimapolitische Dimension hinausgeht, ist die Umsiedlung von Dörfern. Wer schon mal in so einen Braunkohletagebau geschaut hat, bekommt einen ganz guten Eindruck von dem Ausmaß der Zerstörung, den diese Gruben anrichten. Es wurden in Deutschland bis jetzt etwas mehr als 120.000 Menschen bereits umgesiedelt, zwangsumgesiedelt für den Abbau von Braunkohle. Mit dem Kohleausstieg war dann auch die Hoffnung verbunden, dass das jetzt ein Ende hat, also dass kein weiteres Dorf mehr für die Zerstörung vorgesehen wird. Das betrifft in Sachsen zwei Ortschaften, Pödelwitz gemeinsam mit Obertitz am Tagebau Vereinigtes Schlehenhain, das ist in der Nähe von Leipzig, und den Ort Myrose am Tagebau Nochten. Dazu steht im Koalitionsvertrag, dass der Ort Pödelwitz vor der Abbaggerung gesichert wird. Gleichzeitig hält die sächsische Regierung daran fest, einen neuen Tagebau aufzuschließen, das Sonderfeld Myrose, und dort die Ortschaft Myrose dann zu devastieren, also für den Bergbau zu zerstören. Das ist auch so die Planung vom Unternehmen LEAG. Die verkünden zwar, dass sie aufgrund des Kohleausstiegs dann 340 Millionen Tonnen Braunkohle weniger abbauen möchten. Im Sonderfeld lagern noch 145 Millionen Tonnen Braunkohle. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso soll das jetzt noch notwendig sein, trotz Kohleausstieg? Wofür sollen diese Vorräte genutzt werden und wie ist das zu erklären? Also wir im Falle Pödelwitz im Tagebau Schlehenhain ist es nur deshalb gelungen, so eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag zu treffen, weil klar nachgewiesen werden konnte, dass selbst unter den pessimistischsten Voraussetzungen, dass also tatsächlich das Kraftwerk Lippendorf unter Volllast bis 2038 noch dampfen würde, der Kohlekompromiss der Stadt steht ja im Koalitionsvertrag als Basis, selbst dann diese Kohle nicht gebraucht wird unter diesem Dorf. Und unter dieser Voraussetzung war es möglich, eine solche Formulierung in den Koalitionsvertrag zu bringen. Im Fall Mühlrose steht dort der Satz, es wird keine Fläche abgesiedelt oder abgebaggert, die nicht im Rahmen des Kohlekompromisses in der Restlaufzeit, ich habe jetzt nicht die wörtliche Formulierung, müsste ich nachschlagen, aber jedenfalls, was nicht zwingend erforderlich ist. So, und jetzt geht es darum, wenn dieser Kohlekompromiss unter Dach und Fach ist und klar ist, wann jeder einzelne Block allerspätestens vom Netz geht, nach diesem Gesetz, was im Bund verhandelt wird und verhandelt wird zwischen den Betreibern und dem Bund. Wenn diese Rahmenbedingungen klar sind, hierher zu gehen und mit dem Spitzenbleistift die realen Kohlebedarfe, auch unter den realen Bedingungen des heutigen Strommarktes, nachzurechnen und zu schauen, was bedeutet der Kohlekompromiss tatsächlich für die endgültigen Abbaugrenzen in jedem einzelnen Tagebau, auch im Tagebau Nochten. Und an dieser Stelle gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit nach allen Berechnungen, die uns da vorliegen aus verschiedenen Instituten,
dass die Inanspruchnahme von Mirose nicht mehr notwendig sein wird. Aber das war nicht in der gleichen Weise vorberechenbar und gesichert wie etwa im Tagebau Schlehenhain mit Pödel. An dieser Stelle war die logische Folge der Vereinbarung, wir stehen 1:1 zur Umsetzung des Kohlekompromisses und damit auch zu einem Kohleausstiegsgesetz, was darauf beruht, dass man an dieser Stelle keine Vorfestlegung trifft, sondern tatsächlich die Auswirkungen des Kohleausstiegsgesetzes an dieser Stelle analysiert als Koalitionspartner. Das ist der Grund. Und ein weiterer Grund ist der, dass es im Pödelwitz seit Jahren eine ganz, ganz aktive Bürgerinitiative gibt, ganz, ganz starke zivilgesellschaftliche Bewegung, die einfach gesagt haben, wir retten unser Dorf, wir ziehen hier nicht weg, wir gehen bis vors allerhöchste Gericht, wir wehren uns an dieser Stelle, wir werden unsere Eigentumsrechte, die wir hier haben, verteidigen. Und es gibt überhaupt keine Begründung mehr dafür, warum dieses Dorf hier noch abgebaggert werden soll, warum wir hier zwangsumgesiedelt werden sollen. Eine vergleichbare, starke Bewegung hat es leider bislang in Mirose nicht gegeben. Und das ist ein ganz, ganz starkes Argument an so einer Stelle, weil das für den Braunkohlebergbautreibenden natürlich das Risiko, hier das Projekt am Ende nicht durchführen zu können und mit immensen Kosten es entwickelt zu haben am Anfang, dieses Risiko steigt enorm, wenn sich diejenigen, die die stärksten Argumente, die juristischen Argumente in der Hand haben, selbst wehren. Und an dieser Stelle wünschen wir uns einfach auch in Mirose tatsächlich noch mehr Menschen, die sagen, dieses Dorf muss nicht mehr sterben im Kohleausstieg und die an dieser Stelle um ihr Dorf kämpfen. Das würde uns auch in der Politik tatsächlich eine viel bessere Ausgangsposition schaffen. Also du hast gesagt, der Bedarf, dass die Braunkohle unter Mirose noch gebraucht wird, muss noch geprüft werden. Bislang beziehen sich da viele auf eine Datengrundlage vom Unternehmen, von der LEAG. Das heißt, es wird da auch ganz wichtig sein, mal zu schauen, wirklich zu prüfen, ob diese Braunkohle benötigt wird. Dazu ist sicherlich auch noch wichtig zu sagen und darauf hinzuweisen, wie belastend die Situation ist in Orten, die über lange Jahre unter der Unsicherheit leben, ob eine mögliche Umsiedlung kommt oder nicht. Das ist ein sehr zermürbender Prozess, ist unglaublich belastend, ist überhaupt nicht sozialverträglich. Das ist wichtig, da hinzuzufügen. Felix, wie seht ihr das denn als BUND? Gerd hat vorhin mal völlig richtig gesagt, dass wir im Grunde schon unabhängig von einer politischen Entscheidung für einen Kohleausstieg, über den jetzt wahnsinnig viel geredet wurde in Berlin, die Kohle möglicherweise von selbst aus dem Markt gehen wird. Von selbst ist eine etwas merkwürdige Formulierung. Also ob sie es komplett von selbst tun würde, aufgrund von politisch nicht weiter beeinflussten Marktpreisen, das müsste man natürlich bezweifeln. Aber wir haben es ja in der Energiepolitik mit weitgehend politisch beeinflussten Preisen der Energieträger zu tun. Und wenn wir eben jetzt eine neue EU-Kommission haben, auch wenn sie gerade sehr mit Corona natürlich beschäftigt ist, seit 4,5 Monaten, wenn die EU-Klimapolitik vielleicht immer noch nicht in eine völlig völkerrechtskonforme Richtung gemessen am Paris-Abkommen bringen will, aber doch in eine ambitioniertere Richtung bringen will, dann wird ja absehbar darüber geredet werden, ob eben tatsächlich auch der EU-Emissionshandel weiter verschärft wird, der in der Theorie ein großartiges Instrument ist, in der Praxis aufgrund gewollten politischen Handelns bisher sabotiert ist in vielen Punkten, obwohl es gewisse Verbesserungen gegeben hat vor kurzem. Und in dem Moment, wo man tatsächlich mal gezielt eben Mengensteuerung bei den fossilen Brennstoffen auf EU-Ebene machen würde, also bei Kohle, letzten Endes auch Gas und Öl, und tatsächlich den Mengendeckel so ziehen würde, dass er näher an das Paris-Ziel Null-Emissionen in 2 Jahrzehnten rankommt, wäre die Kohle innerhalb weniger Jahre aus dem Markt. Und selbst wenn ich jetzt nicht total naiv bin und also denke, irgendwie, dass Brüssel jetzt automatisch und sei es auch mit ganz viel sächsischer Unterstützung und mit ganz viel Unterstützung der grünen Mitglieder der sächsischen Staatsregierung jetzt hier also total in Windeseile zu Null Emissionen in 2 Jahrzehnten hinläuft. Selbst in 3 Jahrzehnten ist es ja dort noch nicht völlig Konsens in Brüssel. Aber dennoch, irgendwas wird da passieren. Insofern, deswegen ist mir auch so wichtig, was die sächsische Staatsregierung in Brüssel sagt. Ja, ob die eben den eigenen Ministerpräsidenten im Griff hat und dass der da nicht etwas sagt, Ursula von der Leyen, mach mal langsamer mit deinem European Green Deal, sondern lieber Ursula von der Leyen, mach mal ein bisschen schneller.
Ja, weil das ist nämlich auch gut für die sächsischen Unternehmen. Dann ist ein einheitliches Spielfeld, ein Level Playing Field für alle Unternehmen da. Dann muss keiner in Sachsen sagen, ach, warum machen wir denn hier einen Ausstieg, wenn es die anderen nicht machen? Das bringt doch gar nichts. Und in dem Moment, wo in Brüssel auch nur ein bisschen mehr passiert im Bereich sozusagen Verknappung der Kohle, Verteuerung der Kohle, das eine ist ja letzten Endes das Gleiche wie das andere, gehen alle Kohlekraftwerke in Deutschland nicht 2038 vom Netz, nicht 2035 vom Netz oder auch nicht 2030, sondern vor 2030. Ja. Insofern, das könnte man noch ein bisschen offensiver sagen, dass die Diskussion, die da CDU und andere uns zumuten, eine Phantomdiskussion ist. Genau das Wort habe ich ja vorhin verwendet, Felix, an dieser Stelle, diese Jahreszahldebatte. Das ist eine Phantomdiskussion. Wir müssen dafür sorgen, dass eine ordentliche CO2-Bepreisung stattfindet, dass eine Energiewende stattfindet und dann findet auch der Kohleausstieg statt. Und zwar mit einer wesentlich höheren Dynamik. Das ist, hatte ich ja vorhin genauso schon mal gesagt. Und ansonsten haben wir natürlich, das möchte ich ja nicht unerwähnt lassen, führen wir zurzeit natürlich noch einen ganz anderen Kampf, weil gerade diese Corona-Krise und die schwere Rezession, die da droht, die wird natürlich von Teilen der Politik europaweit zurzeit auch genutzt für den Versuch, hier Klimapolitik rückabzuwickeln, CO2-Bepreisung rückabzuwickeln und auch Umwelt- und Naturschutzstandards rückabzuwickeln im Sinne einer Entlastung der Wirtschaft. Das ist die Diskussion, die wir in diesen Tagen und in diesen Wochen führen und die wird noch stärker. Und hier werden wir erstmal einen ganz heftigen Abwehrkampf zu führen haben, ehe wir in eine Ausweitung der europäischen Klimapolitik darüber wieder nachdenken können. Felix ist noch bei uns. Ich bin noch bei euch. Es sind nur ab und an meine Söhne, die mal wissen wollen, wie was so passiert. Deswegen hatten wir uns ja auch eine Stunde ungefähr vorgenommen, weil ich die beiden natürlich irgendwann ins Bett bringen muss. So ist das in Zeiten von SARS-CoV-2. Vielleicht können wir noch ein bis zwei Fragen aus dem Publikum besprechen. Eine Frage, die gestellt wurde, ist, ob wir, da ging es eben um den Vergleich der Pandemie zur Klimakrise. Felix, müssen wir dich so verstehen, dass wir jetzt mehr Angst haben müssen vor der Klimakrise, um wirklich wirksamen Wandel herbeizuführen, oder geht es auch anders? Mit der Angst ist so eine Sache. Angst ist in gewisser Weise ein schlechter Berater im Leben, in gewisser Weise aber auch ein ganz guter Berater. Insofern, als sie eine Handlungsdringlichkeit klar macht, gleichzeitig bringt es einen manchmal zu irrationalen Lösungen hin, wenn man Angst vor Dingen hat. Wir haben das ja im letzten Jahr. Ja, ich kann mal kurz fortsetzen, Gerd. Ja. Letzten Endes ist es nötig, dass wir tatsächlich viel klarer beim Klimaschutz auch über die Dinge reden, die über Fakten wissen, über den Klimawandel und über irgendwelche anderen Werthaltungen hinausgehen. Wir müssen über, wie eben auch bei Corona, über neue Normalitäten uns stärker verständigen. Es muss eben normal werden, nicht jedes Jahr in Urlaub zu fliegen und auch nicht jedes zweite Jahr. Es muss normal werden, nicht ständig mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, jeden Tag zur Arbeit. Es muss normal werden, dass in der Kantine das Fleischgericht eher die Ausnahme ist. Und solche Dinge, die übt man ein gemeinsam mit anderen und auch durch Vormachen und Nachmachen. In diese Logik müssen wir tatsächlich reinkommen. Und der Vergleich Corona und Klimakrise, er hinkt ein kleines bisschen, weil eben das eine Problem ein bisschen sichtbarer ist als das andere. Andererseits, das Corona-Problem ist ja auch gar nicht so total sichtbar. Insofern ist es tatsächlich notwendig, dass wir durchaus den Vergleich auch ab und an ziehen. Ja, bin ich noch zu hören? Du bist noch zu hören, ja. Ja, super. Dann kann ich ja mal fortsetzen, wenn hier Felix ausgewandert ist. Ja, also wir haben das aber auch im Bereich der Klimafolgen selbstverständlich schon gemerkt, dass es solche Effekte gibt. Also etwa diese dramatische Hitzeperiode im letzten Jahr, die hat das Bewusstsein für die unmittelbare Betroffenheit von den Folgen der Klimakatastrophe massiv erhöht. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, wir haben damals also etwa als damals noch Oppositionsfraktion dort ein Aktionsprogramm geschrieben für Klimaschutz und Klimaanpassung, gerade auch im kommunalen Bereich. Und haben das in dieser Hitzeperiode, dann haben wir eine Pressekonferenz einberufen. Und 3 Tage bevor die Pressekonferenz war, ging die Hitzeperiode zu Ende und es regnete zum ersten Mal wieder. Ja,
Jetzt hören wir wiederum Gerd nicht mehr. Er hat gesagt, naja, es ist doch schon seit 3 Tagen wieder kühler. Ja. Also so ist die, ja, also so unmittelbar muss Betroffenheit sein und die Angst vor Kontrollverlust, damit das unser Handeln beeinflusst. Und das zeigt aber auch, wie schwer es ist, wirklich präventive und trotzdem hochwirksame Politik zu machen. Also mit starken Mitteln präventive Politik zu machen. Denn es gibt nicht nur in der Natur und im Klima und überall die Nachhaltigkeitsdinge, die da einzuhalten sind, sondern auch in der Politik. Man kann auch Politik in nicht nachhaltiger Weise machen, indem man nämlich Politik so macht, dass sie nach der nächsten Wahl wieder revidiert wird, weil man damit niemanden überzeugt oder zumindest keine Mehrheiten überzeugt, dass das vorwärts führt. Und so kann man keine Klimapolitik machen, weil Klimapolitik, die muss man über Jahrzehnte durchhalten und nicht sprunghaft. Und in der Demokratie funktioniert sowas nur nachhaltig, indem man eine Mehrheit überzeugt, dass das ihren Interessen entspricht. Was ich sage es nochmal kurz. Das ist eine echte Randbedingung in der Politik. Die muss man in einem Verband oder so nicht zwingend für die gesamte Gesellschaft berücksichtigen. Da muss man lediglich im Sinne der eigenen Mitgliedschaft versuchen, nachhaltig zu sein. In der Politik müssen wir tatsächlich die Wahlergebnisse in 5 Jahren im Auge haben. In den 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren. Ansonsten kriegen wir keine Klimapolitik. Wobei ich jetzt sarkastisch sagen würde, die meisten Politiker haben hauptsächlich das nächste Wahlergebnis im Blick und weniger das in 10 oder 15 Jahren, wie du das jetzt gerade gesagt hast, was ja zum Teil auch damit zusammenhängt, dass man vielleicht gar nicht selber so lange dabei ist. Ich hatte vorhin selbstkritisch gesagt, die Verbände sind zum Teil auch sehr bereits auf die Mitgliedschaft in dem Sinne bezogen, dass sie dir nicht so viel zumuten wollen. Also es geht schon für uns alle darum, dass wir uns mehr zumuten müssen. Und an der Stelle merkt man tatsächlich auch bei der Corona-Krise, sobald irgendwie so subjektiv bei jemandem das Gefühl da ist, ist nicht mehr so bedrohlich, hat man eigentlich auch keine Lust mehr, sich irgendwelchen größeren Einschränkungen zu unterwerfen. Insofern können wir tatsächlich enorm viel aus der Sache lernen. Aber gehen wir da mal hin, in den Zeitpunkt. Ihr habt gesagt, Wahlen, die nächsten Wahlen stehen an. Stellt euch mal vor, es ist 2024, die nächsten Wahlen stehen an. Und wenn ihr dann zurückblickt auf diese Legislaturperiode, was wäre so die eine Sache, die sich geändert haben soll im Bereich Umwelt- und Klimaschutz für Sachsen, damit ihr sagen könnt, okay, das war eine gute Sache? Was wäre das zum Beispiel? Gerd, hast du dir das schon mal Gedanken darüber gemacht? Na, optimal natürlich hinter jedem einzelnen Ziel, was in diesem Koalitionsvertrag steht, einen Haken zu machen. Aber das Mindeste, was erreicht sein muss, ist tatsächlich diesen Paradigmenwechsel, diese Trendwende einzuleiten und dort eine völlig neue Dynamik reinzukriegen. Eine Dynamik, die dann auch eine Eigendynamik wird und die nicht mehr zu stoppen ist hinterher und nicht wieder umgekehrt werden kann. Und dazu muss ich sagen, der Blick nach Thüringen etwa zeigt, wie bedroht unmittelbar die Demokratie ist in den heutigen Zeiten. Und dass wir hier eigentlich, sagen wir mal, Schwein gehabt haben, noch irgendeine halbwegs vernünftige Koalition zustande gebracht zu haben in Sachsen. Uns ist allen klar in dieser Koalition, dass wir faktisch auf Bewährung regieren, diese 5 Jahre. Und dass das nicht funktionieren kann, wie in der Vergangenheit, wenn man sich maximal gegenseitig versucht, im Schach zu halten, damit der andere möglichst wenig sichtbar wird. Sondern wir müssen uns gegenseitig alle so viel Freiheit lassen, dass jeder seine Projekte in seinem Bereich auch umsetzen kann. Nur dann schaffen wir es mindestens, dass in viereinhalb oder fünf Jahren uns wenigstens die eigenen Leute mindestens in derselben Weise wiederwählen wie beim letzten Mal. Und das ist als Mindestes die Basis dafür, eine stabile Demokratie zu erhalten. Denn wenn wir schauen, was dort auf der Rechtspopulismusseite losgeht und was das für Konsequenzen hat in anderen europäischen Ländern, diese Rechtspopulisten, das kann man auch nicht mal als Betriebsunfall akzeptieren. In der Hoffnung, dass die sich nach 5 Jahren so weit verbrannt haben, dass sie wieder abgewählt werden. Wenn solche Leute an die Macht kommen, dann verändern die in allen Bereichen der Gesellschaft, in der Justiz, im Journalismus, überall, in der Pressefreiheit, verändern die Spielregeln in der Weise, dass sie nicht wieder abwählbar sind in demokratischen Wahlen. Und das muss unbedingt verhindert werden. Das steht ganz, ganz oben vor allen anderen Zielen, die in dem Koalitionsvertrag stehen.
So, soll ich jetzt? Ja. Also Gerd, das ist natürlich, wie gesagt, unmittelbar nachvollziehbar und auch erklärbar, wenn du sagst, naja, wir wollen natürlich einen Koalitionsvertrag erfüllen, aber vor allem wollen wir erstmal die Trendwende schaffen. Das steckt jetzt schon so drin. Am Ende akzeptiert man auch, wenn man den Koalitionsvertrag vielleicht nicht ganz umsetzt. Ich würde natürlich jetzt aus einer BUND-Sicht und auch aus einer Wissenschaftssicht sagen, das ist eher sozusagen meine Baseline, so das Mindeste, was ich gerne hätte, dass der Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Und eigentlich eh mehr als das, weil rechtlich, ökonomisch und existenziell für die Menschheit mehr erforderlich ist. Und wir haben ja auch gerade selber die Wege gewiesen, wie es gehen könnte, dass man sogar mehr erreicht in bestimmten Bereichen. Und deswegen werde ich als BUND und ich als Wissenschaftler vor allem gucken in den nächsten Jahren, was tut die sächsische Staatsregierung auf den Ebenen, wo die Musik spielt? Wie werdet ihr euch in Brüssel zeigen? Werdet ihr tatsächlich da das Heft in die Hand nehmen? Werdet bei denen sein, die sagen, Ursula von der Leyen, wir wollen noch mehr European Green Deal und nicht, ja, so ein bisschen langsam und mit Augenmaß. Weil gerade so ein Fachmann wie du kann den Leuten dort erklären, ökonomisch und sozial ist es schon sinnvoll, tatsächlich konsequent den Klimawandel zu verhindern und in die Klimawende reinzugehen. Am Ende ist es für gesunde Luft, für weniger verlorene Lebensjahre, wie Ökonomen das sagen, für Straßen, in denen Kinder auch nochmal spielen können, für ein stressfreieres Leben, für weniger zerstörte Landschaften, für nicht mehr abgebaggerte Dörfer und für viele andere Dinge, zum Beispiel auch für die Biodiversität, für die Natur, die ja auch zerstört wird, nicht nur im Falle von Tagebauen, sondern auch durch die ganzen Dinge, die dann durch Luftschadstoffe noch so passieren, viel, viel besser, wenn wir da einfach konsequenter werden. Insofern werden wir sehr genau gucken, was kommt aus dem kleinen oder auch gar nicht mal so kleinen Sachsen an innovativen Impulsen auch über unser schönes Bundesland hinaus an zum Thema Energie- und Klimawende. Das ist doch ja. Ein schönes Schlusswort. Wir müssen, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Ich würde dem Felix noch ganz kurz was sagen wollen. Lieber Felix, es freut mich sehr zu hören, dass ihr euch jetzt nicht gedenkt, zurückzulehnen und die Grünen da in der Regierung machen zu lassen, sondern dass ihr unbequem Druck macht, dass ihr richtig Druck macht, dieser Regierung mehr als den Koalitionsvertrag zu schaffen, weil es braucht genau diesen Druck aus der Zivilgesellschaft. Den brauchen auch wir in dieser Koalition und er stärkt genau genommen unsere Position innerhalb dieser Koalition, wenn wir klar machen können, dass selbst wir Grüne massiv Druck noch aus den Umweltverbänden etwa bekommen an dieser Stelle. Das stärkt unsere Position in der Koalition, dass wir mehr erreichen müssen. Wir merken, Kohleausstieg bleibt Handarbeit und auch Klimaschutz ist ganz viel, ist eigentlich, da liegt das Zepter des Handelns, wie man so schön sagt, bei der Bevölkerung, sowohl den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und den Leuten in Regierungsverantwortung, wie zum Beispiel Gerd, Druck zu machen und aufzuzeigen, wie der Weg aussehen kann zu einer Erreichung des Pariser Klimaabkommens. Wir haben auch heute darüber gesprochen, was im Koalitionsvertrag alles drinsteht. Gerd meinte so schön, am Ende sollte ein Häkchen hinter sein. Das ist ganz spannend. Dieser Livestream wird auch später abzurufen sein im Internet. Das heißt, wir können dich da gerne beim Wort nehmen und zum späteren Zeitpunkt auch nochmal darauf zurückkommen, was hier heute besprochen wurde und gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt wieder über den BUND Sachsen zum Beispiel ins Gespräch gehen, was da erreicht wurde, ob vielleicht zum Paradigmenwechsel angestoßen wurde, beziehungsweise wie der Weg dahin noch aussehen kann. Zum späteren Zeitpunkt. An dieser Stelle möchte ich mir erstmal ganz herzlich bedanken bei euch, dass ihr den Abend so verbracht habt und mit den Menschen im Livestream diskutiert habt. Vielen Dank auch für die Fragen. Vielen Dank, Aglaya, für die tolle technische Unterstützung. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und